1. Kulturelle Kompetenz. Interkulturelle. Wie? Interelle Kom. Interkulturelle. Interkulturelle Kompetenz. Was? OMG. Interkulturelle Konkurrenz. Egal, ich kann's nicht. Interkulturelle Begegnung. Genau! Kulturelle Begegnung. Interkulturelle Begegnung. Interkulturelle Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz. Ich verstehe. Geh jetzt hier in den Park mit der Bicicleta. Oh no, s'il te plaît. Essen wir morgen eine Pizza? Und essen wir schon mal ein Pika auf Kino. Da ja, ich reihe. Du kannst schon mal bei Kreuz? Mit Cola, mit La Piscine. Nein, essen wir lieber einen Döner. Ich glaube, das ist mein Fortnite-Tablet. No, bye, bye. Also meine Eltern kommen aus Türkei, aber ich bin halt hier in Berlin geboren. Türkisch und Arabisch und Deutsch und ein bisschen Schotterdeutsch. Ich spreche eigentlich zwei Sprachen. Mein Papa ist Rumäner, meine Mutter ist Türke. Und ich bin sozusagen beides. Meine Familie redet oft Sinti-Roma. Also ich bin es auch, aber manchmal redet auch meine Mutter wegen, ich will auch jetzt Russisch lernen und darum redet immer meine Mutter zu mir Russisch. Ich komme aus dem Iran und bin auch selber seit 2 Jahren hier so. Meine Mutter und mein Vater kommen aus Polen und ich komme aus Deutschland mit meinen Geschwistern. Ja, ich komme aus Polen und meine ganze Familie auch. Meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater auch. Hallo. Ich komme aus Bolivien und Peru. Meine Mutter ist Kurde, mein Vater ist auch Kurde. Die haben die gleiche Sprache und deswegen bin ich auch Kurde, weil ich ja auch in der Türkei geboren bin. So bin ich auch Kurde. Meine Eltern kommen aus der Türkei, aber ich bin ja hier in Berlin geboren. Also so ist das bei mir. Also meine ganze Familie ist in Türkei geboren, außer ich. Ich bin in einer Stadt in Deutschland, Paderborn, geboren. Mein Vater kommt aus Libanon, meine Mutter kommt aus Deutschland. Ich komme aus Hannover. Also ich komme aus Palästina, meine Eltern auch, aber ich bin in Syrien geboren. No. Meine Mama ist Türke, mein Papa ist Rumäne, meine Oma ist Serbe und ich komme aus Berlin. Heimat ist so wie ein Land. Meine Heimat ist, wo ich geboren bin, wo ich mein Leben, meine ersten Tage da war. Zu Hause ist es schön, weil ich die ganze Zeit mit meiner Familie verbringe. Zu Hause ist schön, weil wir die ganze Zeit Spaß haben, lustig ist und dass wir überall rausgehen, wenn es ein schönes Wetter ist, schwimmen, Eis essen und so. Ja. Okay, was hast du denn da mitgebracht? Eine Matrioschka
Erzähl mir die Geschichte davon. Ich habe sie gekauft in Russland, bin nach Deutschland gefahren mit dem Bus von Weißrussland nach Polen, von Polen nach Deutschland. Okay. Wem gehört das denn? Meiner ganzen Familie. Okay, wer hat das denn von deiner Familie gekauft? Meine Mutter und mein Vater. Ah, sie sind beide in einen Einkauf gegangen und dann haben sie das gekauft. Irgendwo. Okay. Gibt es auch in Russland so andere? Ja. Nee. In Blau gibt es noch, es gibt in Braun, es gibt in jede Farbe, glaube ich. Gibt es bunt sogar? Ja, ganz außer bunt, glaube ich. Hm? Ist doch bunt. Ja. Und die gibt es auch in klein für Schlüsselanhänger. Meine Schwester hatte sich zwei gekauft. Eine war blau und eine schwarz und meine andere hatte noch eine rote. Aber die schwarze hat sie verschenkt ihrer Freundin. Oh. Okay. Ich habe keine Fragen mehr. I don't understand. Nicht? Nobody understands. Sich verstehen? Ich dich nicht verstehen. Ich gut dich? Aha. Nicht verstehen. Nicht du und ich. Aha. Ein kurdisches Tanz mitgebracht. Das ist bei uns wichtig beim Henneabend. So, diese Klamotten tragen die Frauen und zwei Männer oder ein Mann spielen halt diese Trommeln. Und ja. Ich habe Pierogi mitgenommen aus Polen, weil meine Eltern kommen aus Polen und ich bin halt Pole. Und das Gericht ist halt so typisch für Polen, weil es kommt halt nicht aus einem anderen Land. Und das gibt es auch mit verschiedenen Geschmäckern. Und die Geschmäcker sind Blaubeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren. Mit Fleisch kann man es auch machen. Und das gibt es auch noch mehr. Ich habe ein marokkanisches Gericht mitgenommen, das nennt sich Tajin. Und im Tajin sind Kartoffeln, Oliven und Tomaten und Kartoffeln. Und es gibt noch ein anderes Gericht, das heißt Couscous. Und das wird nicht in einen Topf reingemacht, sondern es wird in so eine Schüssel reingemacht. Und mit einer speziellen Überlage, also so ein Topfding noch darüber gemacht. Und da sind verschiedene Muster drauf und es gibt verschiedene Farben dafür. Ich wünsche mir, dass die Deutschen auch die gleiche Sprache so wie uns haben, damit ich auch mit denen, wenn ich nicht so gut Deutsch kann, auch mit denen ja reden kann. Ich wünsche mir von den Deutschen dasselbe und die Leute, die nicht so gut reden können. Zum Glück gibt es einen Deutschkurs für die, dass die besser reden können. Also ich wünsche mir, dass die Deutschen auch die gleiche Art so wie uns hätten. Also die gleiche Art, was wir hätten. Ich glaube, weil die meine anderen Hautfarben, weil es gibt auch Deutsche, die manchmal... Also von den Kindern, die manchmal sagen, nein, ich will nicht mit denen spielen, ich will nicht anfassen, weil er diese Hautfarbe ist oder weil er ein Junge ist. Ist doch nicht so schlimm, jeder ist ein Mensch. I don't understand. Nobody understands. Ich dich nicht verstehen. Ich gut dich nicht verstehen. Du und ich. Dich und mich nicht verstehen. Du und ich. Dich und mich. Gut sich nicht verstehen. Du nicht ich. Dich nicht mich. Gut sich nicht verstehen. Nein, sich nicht verstehen. Warum muss Frau Ferkel? Frau Ferkel.
Warum muss Merkel alles hier zulassen? Entschuldigung, können wir jetzt richtig reden? Okay. Ich fühle mich ganz bestimmt nicht wohl, wenn die Flüchtlinge hier sind, weil die bekommen einfach schönere Häuser und schönere Spielplätze und wir bekommen so eine Drecksachen. Das ist meine Meinung. Das stimmt sogar. Wir kriegen neue Häuser und andere Eltern müssen, also andere Kinder und Mütter müssen ja auch umziehen, aber die bauen ja für sie die Häuser. Ja, guck mal, aber die kriegen aber auch hier Schränke, Küchen. Alles umsonst. Ja. Und sie bekommen noch 500 Euro im Monat. Und dann können die Kinder zum Spielplatz gehen und schön spielen. Und gehen auf unsere Schulen. Oh nee, wirklich. Meine Mutter regt sich damit auf. Meine Mutter auch, aber wir können es ja auch irgendwie verstehen. Meine Mutter mag es nicht, wenn die Flüchtlinge zu uns in die Schule kommen. Wir verstehen, dass wir Geld in den Arsch von denen schieben. Unser Geld geht die ganze Zeit leer. Und wir kriegen neues Geld. Aber ja, die bekommen Geld von uns und Leute, die danken nicht mal. Leute, aber wir können es auch verstehen. Stell dir vor, ihr, weil, was ist, wenn es... Wenn ihr mal so seid. Ja, wenn ihr so seid und die anderen so sind mit euch. Ihr müsst es ja auch verstehen können. Was keiner wagt, das sollte ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Kimse cesaret edemez. Cesaretin varsa kimse ne diyor ki, kimse cesarete edeceğine düşünemez. Kimse başlamaz, bu yol açar. Was keiner wagt, kimse das sollte ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Ich habe heute diese Kette mitgebracht. Das ist ein Symbol für die Türkei. Und sie bedeutet, also es gab eine Schlacht und die haben wir gewonnen, also die Türkei, glaube ich. Und dann ist ein Sultan an einem Bach oder einem See vorbeigeritten. Da waren die gefallenen Soldaten drin und das Wasser hat sich rot gefärbt und es hat halt den Mond drauf gespiegelt und ein paar Sterne. Und das wurde dann halt zur Flagge. Ich habe tunesischen Couscous mitgebracht. Und weil in Tunesien essen sie häufig Couscous, deswegen... Gibt es überhaupt Krieg? Ach so, wegen, die streiten sich die Länder und danach, haben die einen Streit, danach bombardieren die sich. Ich wünsche mir, dass, die Bomben nicht so stark sind. Oh, ach so, und dass kein Krieg kommt, so. Ich wünsche mir, dass, kein Weltkrieg kommt. So gesagt, ja, wir sind eher Ausländern als so Deutsche in unserer Klasse, denke ich. Aber allgemein, ja, aber es gibt ja auch Gründe, warum wir dann eben hier sind. Ich wünsche mir den Weltfrieden, dass niemand irgendein anderes Land wegen irgendetwas angreift. Das liegt mir sehr am Herzen, weil es tut dann doch schon weh, was mit anderen Ländern, wo du nicht mal irgendwas zu tun hast, einfach kaputt gehen. Man muss ja auch überlegen, das sind ja auch alles Menschen. Ich finde, dass in Deutschland mehr Frieden ist als... Ja, sagen wir mal zum Beispiel bei uns, weil bei uns war es auch vor 40 Jahren, sage ich jetzt mal, auch mega gut. Aber zurzeit ist es wegen Religionen und so ein bisschen
Ja, komisch. Ein Kumpel von mir, der ist mein Kickboxen. Er ist nach Deutschland gezogen und er ist halt zu uns gekommen, weil er einfach Angst hatte, da zu bleiben, weil er hatte keine Mutter und keinen Vater mehr. Es ist halt so, dass dann die ganzen Länder auch kaputt gehen, die ganzen Leute wegziehen müssen, solange wieder Krieg ist. Und bei Kriegen sterben ja auch Leute und das soll halt nicht so sein. Deswegen wünsche ich mir der Welt Frieden. Laune habe, gehe ich meistens raus und wenn ich irgendwie auch keine Hausaufgaben oder habe, dann frage ich immer, ob ich spielen darf, dann spiele ich immer Fortnite, weil ja, ne, machen ja halt alle Kinder und wenn man es kann, dann kann man es eben. Also Fortnite ist ein Koop-Spiel, wo man mit seinen Freunden zusammenarbeiten kann und du kannst halt auf der Karte verschiedene Waffen finden, damit dann deine Gegner eliminieren und wer als letztes noch steht, hat gewonnen. So wie du dann halt auch die Sprache einstellst, ist es dann auch im Spiel. Man spielt halt mit Leuten aus ganz weit Welt. Und wenn du ein Headset hast, dann mit den Brasilianern redest und die reden meistens immer Englisch, also kannst du dann mit den Brasilianern Englisch reden. Ich zu meinem Falle spiele gerne auf andere Ländern, weil ich dann immer gegen schlechtere Spieler spiele, weil die meisten Spieler sind aus Europa oder Amerika, die guten Spieler. Und den anderen Ländern, darüber will ich nicht reden, also die sind nicht so gut. Ich finde es verblüffend, dass diese Firma halt das Spiel erschaffen hat, dass die eingeführt haben, dass man einfach mit jetzt zum Beispiel Japanern von Deutschland spielen kann. Das ist unglaublich. Weil das einfach so eine weite Verbindung ist. Wenn zum Beispiel ein Deutscher nach Japan reisen würde, könnte der immer noch mit seinem Freund spielen, wenn er seine Playstation mitgenommen hätte. Ich habe hier eine Kette. Das ist das Kontinent Afrika. Und die habe ich bekommen von meinem Papa. Weil er war ja früher nicht für mich da, aber er hat mir die Kette geschenkt, dass er weiß, dass ich ihn mag. Also, dass er mich mag, dass ich keine Angst brauche, dass er geht einfach. Und deswegen ist sie sehr wichtig für mich. Ich habe heute euch ein polnisches Essen mitgebracht. Es heißt Ptasie Mleczko. Es gibt verschiedene Sorten von denen, zum Beispiel Erdbeere und Karamell, aber ich habe euch heute mit Marshmallows gebracht. Du, nicht ich. Nicht! Dich, nicht mich. Nicht! Gut, sich nicht verstehen. Gut! Nein, sich nicht verstehen. Gut! Now I understand. Nein! Now I understand. Nein! Do you understand? Ich dich jetzt gut verstehen. Yes! Ich gut dich. Gut. Jetzt yes, verstehen. Sich verstehen. Du und ich. Du. Dich und mich. Gut verstehen. Also Freundschaft ist, dass man sich verstehen kann, dass man sich füreinander einsetzt. Also, dass wenn sie zum Beispiel jetzt krank ist, dann petze ich sie, oder wenn sie keinen Bock hat, zur Schule zu kommen, dann petze ich sie nicht, sondern unterstütze sie. Und
Wenn man zum Beispiel befreundet ist, dann machen das manche Menschen auch nicht so, dass, okay, du kannst jetzt nicht mit uns befreundet sein, nur weil du aus diesem Land oder so kommst. Dann sind die auch einfach nur befreundet. Zum Beispiel wir alle sind aus einem verschiedenen Land, aber wir sind halt befreundet. Wir sagen auch nicht, warum und wie und also, wieso. Also. Ich finde, dass man, wenn man also nicht sagt, dass, ja, du kommst von da, ich komme von da, dass man immer so sich unterscheidet. Wir sollen auch mal ab und zu darauf achten, was wir gemeinsam haben und nicht immer, wie wir uns unterscheiden oder so. Und Freundschaft ist Zusammenhalt. Man muss zusammen miteinander auskommen. Man darf jemanden nicht so im Stich lassen. Wenn man mit ihr Freunde sein will, dann darf man sie auch nicht im Stich lassen. Oder und wir sind ja alle Menschen, also egal von wo wir kommen, wie wir, keine Ahnung, was auch immer, wir sind eigentlich Menschen und es kommt nicht darauf an, was für eine Hautfarbe man hat, was für eine Haarfarbe und. Also es ist das Wichtige, dass wir alle Menschen sind und wir sollen uns auch unterstützen. Ja, wir kommen zwar aus verschiedenen Ländern, aber trotzdem sind wir alle zusammen Freunde. Ich finde die Menschen schön. Ich finde meine Lehrerin schön. Ich liebe Hunde. Also ich mag die Welt, aber es gibt auch böse Menschen. Die könnten noch die Kinder klauen und so. Die könnten noch sein Benehmen verbessern. Oder wie die sind. Aber sonst finde ich eigentlich die Natur und die Welt ganz schön. Jeder Mensch ist anders. Jeder denkt auch anders. Das ist die Welt, das ist meine Welt.